Hey, Schuschel, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich bin Schuschel 05 und, ja. Meine Edition ist offenbar vom Teufel besessen. Es würde mich nicht mal groß wundern, aber. Meine Güte, was ist neu, ne? Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt mal auf zwei Aufgaben. Einmal ist Aufgabe, beziehungsweise ich möchte sowieso mal, das wurmt mich jetzt schon seit Ewigkeiten. Wir haben damals hier ein Pokémon abgegeben. Erinnert ihr euch noch? Wir haben damals da unten ein Pokémon abgegeben. Aber ich weiß nicht mehr, welches und wie lange das jetzt her ist. Nani? Ich hole mal den Exorzisten. Das kam ein bisschen verspätet, aber okay. Bug Bumble hat sich toll entwickelt. Es ist 23 Level. Okay, Bug Bumble. Bug Bumble, du machst weiter dein Zeug, ja? Du machst weiter deine Dinge. Stimmt, wir haben Bug Bumble da ja immer noch in der Pension. Moment, das heißt, Bug Bumble müsste ja auch irgendwie über Level 30 mittlerweile sein. Oi. Ja, stimmt, da kann ich sowieso nicht hinfliegen, also muss ich da sowieso hin. Außerdem genießen wir doch mal den Aufenthalt hier. Ich meine, warum nicht, ne? Jetzt haben wir Surfer, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Das könnte zwar mega in die Hose gehen, sich jetzt mit Zapdos anzulegen, aber... I want. Ich will es immerhin versuchen. Ja, circa Level 30, ja. Bug Bumble war unser Bibor. Das war noch zu ganz Anfang. Da haben wir uns einen Bibor gefangen mit dem Namen Bug Bumble. Und Bug Bumble war so eine Sache. Oh, Pokémon, ja, will meine Sammlung sehen? Nee, I don't want. Ich möchte ehrlich gesagt nicht, danke. Sieht mehr aus wie so ein Möchtegern Picasso. Du hast es Montag wieder, Kiki, dann auch dir alles Gute zum Geburtstag. Das wird ja hier nicht vergessen. Was war das denn? Schluck auf. Gott, alle haben sie Geburtstag hier. Kappe. Yay. Gobble kommt auch langsam nach. Zunder muss nachkommen noch. Bläh. Schlurp. Kaputt. Flashback. Ah, stimmt. Im Mai habe ich auch schon wieder Geburtstag. Da war ja was. Muss mal gucken. Vielleicht mache ich irgendwann mal so einen Geburtstagsstream oder so ein Blödsinn. Who knows? Carbon. Geiles Spiel immer noch. Dann wollen wir noch mal gucken. Carbon war... Keine Ahnung. Alles für die Queen. Eine noch schnellere Queen. Voltoball. Ein Pokéball mit einem Pokéball fangen. Das könnte witzig werden. Shit. Wir müssen uns was einfallen lassen. Magneton. Na komm, du wirst ja wohl einmal Stärke überleben. Ja, zweimal auch, okay. Und dann schmeißen wir den Ball. Nani? Oh shit, noch mehr Kuchen. Hatten wir das nicht letztens erst? So, ich peiß mal Hyperball. Ja, komm. Ein Hyperball. Oh yeah. Megaton wurde gefangen. Gemegatont. Magneton. Schon so einen Fleck aufzuholen. Geil. Raya, guck mal, danke für den Zap.
Gibt's hier kein Und-Zeichen? Schade. Schade, dann passt das doch nicht so, wie ich mir gedacht habe. Dann ist das Ton. Ich habe mir gedacht, den Namen würde er mögen. Vor allem, das sind schon ziemlich viele Subs heute. Das ist erstaunlich. Oh shit, ist eine Mimik. Es ist ein Mimikball. Das wirst du ja wohl, ne? Ah, vielleicht jetzt schon? Hyperball? Blim. Come on. Oh, ein Voltoball. Nice, auf dem. Das macht Spaß. Das Ball. Hier, ja, doch mal ein Pokéball verwechseln. Leber Kraftwerken. Alias. Mimik Fuck wurde in Pokéball in PC gedrückt. Ich hasse Mimics. Habe ich damals in Dings hier. TM33, was ist das denn jetzt Schönes? Ja, wenn ich irgendwann ein Kind haben soll, ne? Reflektor. Ja, als ob ich das irgendwem beibringen will. Ich hab mich schon gewundert. Ein einsames Magnetilo. Ne, wie knuffig. Böbe! Fuck off! Säuglings fuck! Oh nein! Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ja, wenn das Wunder mal irgendwann geschehen würde. Sorry, ich glaub nicht an Wunder. Oder er jagt dich in die Luft, das können wir auch machen. Das interessiert Sui zwar reichlich wenig, aber die Erfahrung gibt's trotzdem. Also von daher, okay. Mir egal. Will mir Wurst. Noch so ein Fickvieh. Und was ist dein Stick? Willst du dich auch in die Luft jagen? Ja, ich musste ja so doof fragen, ne? Es kratzt ihn einfach nicht. Es ist aber gratis Erfahrung für ihn. Really? Wie viele von euch Fix gibt's hier eigentlich? Hey, Karma. So, lass mich raten. Du benutzt Finale. Ich sollte anfangen, Geld für sowas zu verlangen. Alter. Meine Güte, das ist schon, ne? Come on. Achso, das ist nur ein Magnetilo diesmal. Diesmal ist es tatsächlich nur ein Magnetilo. Erdbeben. Ich bin nur am Überlegen, wie machen wir das mit Zapdos am schlauesten. Kannst keine Items. Weißt du, was wir machen? Weißt du, was? Wir schmeißen den Deflektor weg, because we don't need that shit. TM25, sei was Gutes, bitte. Donner! Thunder! Ja, Killer Queen könnte das, aber wir wissen alle, Donnerblitz ist an sich besser, macht weniger Schaden, aber trifft wenigstens zuverlässig. Deswegen, ja, Donner behalten wir mal. Ich meine, ich glaube, ich sollte erstmal Rin reinschicken, um das Ding zu paralysieren.
Weil mit Paralyse machen wir uns das schon mal um einiges einfacher. Dann ist die Frage, wie weitergehen. Gut. Ja gut, um mehr AP, ja, das auch noch. So, und lass mich raten. Du benutzt wahrscheinlich auch Finale, richtig? The bats are off. Nee, Sternschauer. Oh. Oh, die zwei Schaden, die machen sich aber später schlecht im Portfolio. Kaputt. Geht nie kaputt. Geht nie kaputt. Warum, es ist hier ein Kraftwerk. Warum sieht das aus, als ob hier mal irgendwas explodiert wäre? Okay, es sind an sich Ruinen, also ne. Wir locken den Vogel mit einem Döner. Gute Idee. Die Idee gefällt mir. Ja, ich glaube, du hast heute echt so an die 5 Subs verschenkt oder so. Oh. Das ist doch mal leckere Erfahrung. Die entwickelten Viecher geben mir mal ein bisschen mehr. Das Schlimme ist, ich darf nicht vergessen, ich glaube, Zapdos hat nur Donnerschock und Bohrschnabel als... Alter, was ist denn hier los jetzt? Nö, komm, fuck off, geh weg. Meine Fresse, kannst du keine 2 Schritte gehen. Katschippi! Ja Mensch, was machst du denn hier? Hast du sie verlaufen? Hier, Happenstein. Hier, hab einen Stein. Nervteil. So, ich wollte gerade sagen, ist jetzt hier auch mal langsam... Meine Güte. Kannst keine weiteren Hemmnis tragen. Schmeiß weg jetzt. Meine Güte. Sonderbonbon. Miau. Sonderbonbon für Zunder. Hab gehört, nachher in Skyrim gibt's einen Bitkrieg. Oh nein, nicht schon wieder. Please don't. Ich stehe dann immer so im Crossfire. Crossfire? Oh, Electric! Oh, Electric ist cool! I want Electric. We are Electric. Oh, perfect. Come to me, my son. Yes. Electric ist so cool. Das ist so eine dieser Sachen. Ich wollte ursprünglich damals mal, als Pokémon Tekken rauskam, wollte ja ich ein Video machen von wegen Pokémon, die eigentlich in dieses Spiel gehören. Und Electric wäre eins dieser Pokémon gewesen. Weil ich finde, es hätte einfach super reingepasst. Der Pokémon lebt ja in der Nähe von Kraftwerken. Ich stelle keine Stromausfälle verursachen. Alter, wie nennen wir einen Electric? Electric! Gag! Hm. Das Einzige, was mir gerade in den Sinn kommt... ist Xerg! Xerg Dash! Techno hätte auch gepasst, ja, aber... Nah. Oh, geil, Electric. Electric ist super cool. Kann ich nicht auch später, im Dings hier, sag schnell, in dieser verlassenen Villa... noch mehr KP für die Queen. Kann ich nicht da später auch Dings, oh Mann. Magma bekommen? Weil Magma ist, um ehrlich zu sein, das Einzige, was ein Dings, sag schnell, was Zunder noch wegschieben könnte. Jetzt trollst du mich aber. Jetzt trollst du mich aber, mein Freund. Mein elektrischer Freund.
Ja, Red Hot Chili Pepper hätte gepasst, aber... Ich hätte es auch nach seinem Stand-User benennen können. Hätte man auch machen können. Oh, Magma wäre so cool. Magma wäre das Einzige, was tatsächlich noch Zunder wegschieben könnte. Oh shit, boy. Es ist ein Elektroball. Aber lass mich raten, das Ding... Okay, ich dachte, es jagt sich in die Luft. Okay. Ich hatte jetzt eh keine Intention, dich zu fangen. Also von daher, ich meine, ich habe da einen Level 40, Bro. You dead. Warte mal, da unten ist aber noch Zeug. Warte mal. Wir haben doch Superschutz. Ich gehe nochmal kurz zurück und hol da Zeug ab. Da liegt immer noch Kram und das kann ich nicht zulassen, dass da einfach Kram rumliegt. Das ist gratis Kram. Hallo. Merkt ihr selber, ne? Kostet uns zwar den Superschutz, aber mein Gott. So wertvolles Superschutz jetzt nur auch wieder nicht. Genau, von da kam ich, glaube ich. B-b-b-b-b-b-b. Nee. Bist. Ich habe einen Superschutz, du kannst mich nicht. Ja, komm. Aber lass mich raten. Du. Ne, genau du jagst dich jetzt. Okay, jetzt verarscht ihr mich. Weißt du, eben? Ich habe doch gerade einen Schutz benutzt, deswegen kommen keine Pokémon. Ich habe quasi einfach Pokémon ausgeschaltet. Wie war das? Ich glaube erst, wenn sie ein bestimmtes Level über mir sind. Wirklich, hier sind nur zwei fucking Mimics. Und einer davon ist, der denkt sich, boah, geil, nice tits. Alter, warum? Eben habt ihr euch die ganze Zeit in die Luft gejagt, wenn ihr mich gesehen habt. Und jetzt denkt ihr auf einmal, boah, geil. Besser nerven. Ah, da passen diese Hände echt nicht schlecht, muss man sagen. Sieht echt nice aus. Ich kann nicht anders. Es tut mir echt leid, Zui, aber... Ich schwöre dir, wenn ich die Möglichkeit hätte, Pokémon so umzumodden, würde ich jetzt einfach da einfügen, ja, verdammte Scheiße! Ich hab keinen Bock mehr! Oder Explosion und, ne? Der Rest ist Geschichte. Um genau zu sein, alles, was übrig bleibt, ist Geschichte. Beziehungsweise es bleibt nichts über, also bleibt nichts Geschichte. So, wir können mal den einen hier noch benutzen, dann gehen uns auch die Viecher nicht weiter auf den Keks, weil wir haben, was wir hier wollen. Sogar ein Electek, wo ich sogar schon ein bisschen verleitet bin, es mitzunehmen, weil Electek ist cool. Und praktisch. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen wir da ersetzen könnten. Ich meine, unser Team ist an sich ganz gut, muss ich mal sagen. Ich mag mein Team auch so, wie es jetzt gerade ist. Und wie gesagt, das einzige Feuer-Pokémon, das ich kenne, was jetzt Zunder, also unser Arcani, noch wegschicken könnte, wäre ein Magma. Weil Magma ist... Holla! Magma ist awesome. Der Vogel guckt auch ein bisschen blöd. So, wir gucken mal, dass wir Rinmeme nach vorne kriegen, zum Paralysieren. Und dann müssen wir irgendwie das Ding schwächen. Wie wir das jedoch machen, weiß ich noch nicht. Jaue! Jausa! Aber wie gesagt, wir versuchen's, aber wir können nichts versprechen. Boah, Schnabel, falls Rind das überhaupt überlebt, das Ding ist 7 Level über mir. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ay caramba. Versuche ich's mit Zui? Nee, Killer Queen, Pate. Ihr seid hier alle ein bisschen schlecht dran. Ich habe so das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Ja, ich habe so das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Das Ding ist auch schneller als Rin, ist das Problem. Nani? Meisterball regelt. Nein, Meisterball ist hier nicht. Es ist nicht Meisterballtag.
Heute ist Murmeltiertag. Sorry. Ja, das hat keine Wirkung, Dude. This will not work. Oh, das ist aber... guter Damage dafür. Oh, Sui könnte hier gut was regeln, glaube ich, weil Sui... Volltreffer. Ha, warte mal. Einmal hochheilen? Ja, Donnerschock kannst du machen, so viel du willst. Ich weigere mich, Safe State zu benutzen. Ich weiß, es ist gerade so, aber hier... Nee. Den Meisterball kriegt das viel... How? Wie? Du hast es verfehlt. Wie? How? Wie? Triff das Ding! Warum ist mein Trainer auf einmal wieder scheiße? Sag mal, was ist das? Womit hängt das zusammen? Wieso? Nani? Der Meisterball ruft nach dir. Meisterball, shut the fuck up! Alter, er trifft nicht! What the fuck? Paralysieren kann ich nicht. Ich krieg niemanden raus, der paralysieren könnte. Wie? Wieso trifft er nicht? Warum? Halt die Fresse, Ryakuma! Nein! Das akzeptiere ich nicht! Das kann nicht wahr sein. Ist das eine... Kann ich es nicht fangen? Entweder es wackelt gar nicht oder man verfehlt... Hä? Oh mein Gott, es ist jetzt... Oh mein Gott! Es wackelt gar nicht oder es... Was? Dafür, dass ich gefühlte 10 Bälle nach dem Ding gechuckt hab? Okay! Okay, du hast mich geärgert, Vieh. Du hast mich geärgert. Das hast du dir selber zuzuschreiben. What the fuck? Nani? Auf jeden Fall für die 20 Bits. What the fuck? Was war das für eine Aktion? In der Gen kannst du Pokémon auch verfehlen. Ja, aber wie oft? Alter, wie oft hat der gerade das Ding verfehlt? Und dann treffe ich einmal und es bleibt drinne. Instant. Ohne Widerrede. Nani? Oh, jetzt kommt die Torte. Alter, die Zapp-Torte. So, warte mal. Arktos wird ein Albtraum. Arktos ist ein Riesenproblem. Warte mal, wir legen mal kurz mal Zunder. Ich will nur mal gucken, wie der Status von Zapkant ist. Legendary? Definitely. Es hat 2 Attacken. Jesus. Ich meine, wenn wir einen Elektrotypen bräuchten, ne? Dann wäre es definitiv Zapkant. Daneben geworfen hast, dachte ich, the fuck it, oder selbst reingehen. Ich glaube, es hatte irgendwann selber die Schnauze voll. Wo ist denn jetzt hier Zunder? Zunder bleibt trotzdem erstmal im Team.
Weil wir brauchen keinen Donnertypen. Wobei, es wäre ein Ersatz für Pate. Aber Pate ist cool. Ich mag Pate. Aber es ist nicht ansatzweise so cool wie ein Zapdos. Zapdos ist so fucking cool. Und es könnte auch fliegen. Wir könnten Zapdos locker fliegen beibringen. Und das wäre unser geringstes Problem. Oh, was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Geben wir Zapkant eine Chance? Trennen wir uns von Pate? Ich meine, brauchen wir noch Zerschneider? Gute Frage jetzt eigentlich. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Zerschneider. Von dem her nach... Ach Mann, aber ich vermisse dann Pate wahrscheinlich. Ey, wahrscheinlich habe ich echt die ganze Zeit irgendwie Leute mit Stein beschmissen. Oh Mann. Ja, ihr habt recht. Zapdos ist stärker. Ja, ich glaube, warum sollte man... Ja, Zapkant ist... Oh, Pate. You will be missed. Ich vermisse dich, dich und deine Samurai-Lauchschwerter. Aber wir müssen hier die Entscheidung fürs Team treffen. Und da brauchen wir Zapkant. Weil Zapkant ist schlicht und ergreifend effektiver. Ich meine, allein die Werte, das Ding ist schnell und tut weh. Also, Pate lebt ja noch. Pate ist in Pension. Sagen wir es ja so, okay? Sagen wir bitte, Pate ist in Pension. Er hat seine Samurai-Lauchschwerter zur Seite gehängt und sagt sich, I'm done here. My life here is done. Pate ist nicht tot, er hat sich nur zur Ruhe gesetzt. Irgendwo hin, wo ihn keiner nerven kann. Jetzt muss er wenigstens keine Leute mehr aufschlitzen. Das Schlimme ist, Anton ist cool. Aber Anton würde ich mir wirklich nicht holen. Mein Entoron ist cool. Und ich vermisse Anton. Anton ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Like, generell. Genau, Hyperbälle. Wir müssen ein paar neue Hyperbälle aufstocken. That should do the trick.